Hallo Leute und willkommen zurück beim Sweet Amoris Sommer Event 2019. Wir spielen ein romantisches Wochenende, Tag 2 mit Castiel. Ich melde mich heute ein bisschen später, weil ich gestern in Mönchengladbach auf dem 30 Seconds to Mars Konzert war. Und es war echt gut, aber auch irgendwie echt kurz. Also das fühlte sich echt an wie so eine, ja, fast schon Massenabfertigung. Aber ist ja nicht schlimm. Ich hatte trotzdem meinen Spaß und ich fürchte, auf allen Videos, die ich aufgenommen habe, ist meine Stimme zu hören. Aber da muss ich durch. Okay, genug der Schwafelei. Es geht jetzt mit Cass weiter. Ich hatte doch schon so eine Vorahnung. Castiel ging den Schlüssel für unser Hotelzimmer holen. Aber nach ein paar Minuten kam er mit hochrotem Kopf zurück und eilte wütend die Treppe hinunter. Verwundert folgte ich ihm. Ist das denn ernst? Für wen halten die mich? Castiel, beruhig dich erstmal, was ist denn passiert? Die Frau in der Rezeption hat mich erkannt und sofort ihren Chef angerufen. Hä, wieso das denn? Der Direktor hat mir dann strahlend erklärt, dass ich für meinen Aufenthalt nichts bezahlen müsste. Hey, genial, ein kostenloser Hotelaufenthalt. Na, manchmal ist Berühmtheit auch doch zu was gut. Nein. Im Gegenzug soll ich in den sozialen Netzwerken für ein scheiß Hotel Werbung machen. Okay. Naja, gut. Sowas nennt man Kooperation. Okay, verstehe. Dann hast du das Angebot wohl abgelehnt. Natürlich. Ich habe dich schließlich hierher gebracht, damit wir unsere Ruhe haben. Ja, okay, hat er auch wieder recht, ne? Dann müssen wir uns eben ein anderes Hotel suchen. Achso, im Übrigen seht ihr jetzt die andere Tageszeit hier hinten im Hintergrund, was ich gestern schon kurz angesprochen hatte. Also, dann müssen wir uns eben ein anderes Hotel suchen. Das wird sicher nicht so schwierig sein. Warte, das ist noch nicht alles. Als ich Ihnen das gesagt habe, haben Sie alles aufgefahren, was Sie zu bieten haben. Kostenloses Essen, Geschenke, das neueste Tablet. Okay, das ist weird. Das ist wirklich seltsam. Offenbar geht's ja aber nicht weiter. Je öfter ich Nein sagte, desto mehr boten sie mir. Echt verrückt. Was hättest du an meiner Stelle getan? Och, Kers, du kannst mich sowas nicht fragen. Bist du doof? Ich bin nicht in deiner Situation. Ich kann das nicht. Ich kann da nichts zu sagen. Ich war nie berühmt gewesen. Keine Ahnung, ob ich damit umgehen könnte. Ich weiß nicht wirklich, was ich ihm antworten soll. Wir könnten woanders hingehen. Oder, wenn du willst, kann ich mich darum kümmern. Oder nutze es doch einfach aus. Du kannst die Sachen ja auch weiter verschenken. Nein. Lass uns woanders hingehen. Wenn sie nicht begreifen, dass wir hier ein ruhiges Wochenende verbringen wollen, bringt es doch nichts, mit ihnen zu streiten. Nein, so leicht gebe ich nicht klein bei. Außerdem wird es sicher schwierig, ein anderes Hotel zu finden. Es ist alles ausgebucht. Okay, das ist natürlich scheiße. Aber damit bringst du mich auf eine Idee. Wenn sie nicht locker lassen, könnte ich ihre Nobelherberge auch einfach schlecht machen. Cass. Oh, das ist aber nicht die feine Art. Wie meinst du das? Sie wollen, dass ich Werbung für sie mache. Aber sie haben nicht gesagt, ob diese Werbung gut oder schlecht sein soll. Ernsthaft? Mit diesen Worten entfernte er sich erneut und als er wiederkam, wirkte er deutlich entspannter. Seriously? Okay. Sie werden uns in Ruhe lassen. Wir beide können also ein ganz entspanntes Wochenende verbringen. Wie hat er das jetzt angestellt? Oh, okay, wir sind da nicht so begeistert von. Ich verzog missbilligend das Gesicht und Castiel bemerkte es. Was ist denn? Ich mag sowas nicht, weißt du, Drohungen und so. Wenn es dich beruhigt, ich habe sie einfach nur darum gebeten, mich in Ruhe zu lassen, weil mein Manager sonst gern der Presse davon erzählen würde, wie ich hier empfangen wurde. Okay. Ja, gut, verstehe. Es ist ganz schön clever von dir. Ich mag soziale Netzwerke und das ganze Zeug nicht besonders. Tu ich auch nicht, Cass. Aber du hast doch trotzdem ein Profil.
Ja, aber darum kümmert sich mein Manager für mich. Es geht dabei nur um Image und Marketing. Ich mag das alles nicht. Ich finde das oft ziemlich krank. Ja, da muss ich dir zustimmen. Verstehe. Ja, ich habe eine gute Freundin in meiner Kontaktliste. Bringen wir unsere Sachen ins Zimmer. Okay. Ich finde es irgendwie schade, dass es hier weniger um romantischen Strandaufenthalt als die. Ja. Als die Berühmtheit unseres Freundes geht. Einsammeln. Es gibt einen Bikini. Was haben wir denn hier? Okay, das scheint irgendwie olivgrün zu sein. Orange, blau, rosa, dunkelblau bis schwarz, türkis, lila, grün, silber und gold. Ich habe lilane Augen. Ich mag den lilanen Bikini grundsätzlich auch sehr gerne. Ich mag Grüne mal ganz gerne, weil sich das in der, ja, mit den Haaren so im Kontrast hervorhebt. Und die Farbe mag ich einfach sehr gerne. Lila oder das hier? Ich glaube, das gefällt mir besser. So haben wir Tag 2 mit Castiel auch hinter uns gebracht. Wie es aussieht, werden wir das Wochenende doch noch genießen können. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächsten 2 Tage mit dir, Cass. Okay, das wär's dann mal wieder für heute, Leute. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.